Auf unseren Reisen durch Holland haben wir schon die ein oder andere Hansestadt besucht. Duisburg als eine der 7 Perlen der Eifel fehlte uns dabei noch in unserer Liste. Und dabei gibt es in Holland nur wenige Städte, die so gut erhalten geblieben sind. Die 150 denkmalgeschützten Gebäude erzählen von Duisburgs reicher Vergangenheit, die im 15. Jahrhundert ihre Blütezeit hatte. Mit unserer Stadtführerin Anke schlendern wir durch die kleinen Gässchen der idyllischen Stadt, die einen in eine völlig andere Zeit versetzt. Was damals wie heute eine große Rolle in der Hansestadt gespielt hat, war Senf. Tatsächlich ist der Duisburger Senf in den Niederlanden genauso bekannt wie bei uns die Düsseldorfer Paste. Im Duisburger Senf- und Essigmuseum wird die jahrhundertealte Tradition dokumentiert und präsentiert. Noch heute wird nach dem gleichen 200 Jahre alten Rezept Senf hergestellt und in den Niederlanden verkauft. Eine Besonderheit für dieses alte Handwerk. Früher hatte jedes Dorf Senfmacher, da gab es neue Soßen und alles. Und da haben die Leute weniger Senf gegessen. Und deswegen sind all die kleinen Geschäfte verschwunden. Und wir sind geblieben, weil wir umgestellt haben von nur Senfmacherei zum Museum auch, wo wir zeigen, wie der Senf gemacht wird. Und das schauen auch wir uns heute natürlich an. Wie früher bleibt bei der Produktion alles komplett in Handarbeit. Leider bekomme ich das genaue Rezept nicht aus unserem Senfmeister heraus. Aber ich erfahre, dass die richtige Mischung aus braunen und gelben Senfkörnern das A und O ist. Gleich wie man das früher zu Hause gemacht hat. Ja. Man setzt sich mit so einem Holztopf. Da sind die Senfkörner drin, die braune und die gelbe, eingelegt in Essig. Was ist das für eine Kugel? Ein schwerer Eisenkugel. Mhm. Dann braucht man zum Feinmachen von den Senfkörnern. Da wird gedreht, so wie hier. Ja. Und so haben die Leute hunderte Jahre zu Hause Senf gemacht. Anschließend wird der Mahlstein angeworfen, die richtige Menge Essig hinzugefügt und alles gut durchgerührt, bis schließlich der grobkörnige Senf im Bottich landet. Und damit die Touristen auch ihr Andenken mitnehmen können, muss die gelbe Gewürzpaste natürlich noch in verschiedene kleine Keramikgefäße abgefüllt werden, was heute mein Job ist. Übrigens, durch den hohen Anteil an Essig hält sich der Duisburger Senf im Kühlschrank jahrelang. Aber wer ihn einmal getestet hat, wird mit Sicherheit viel schneller Nachschub brauchen. Es geht weiter durch die historische Innenstadt Duisburgs, vorbei am ältesten Gasthaus der Stadt, dem Stadtbierhaus De Waag. Dieses steht übrigens im Guinness-Buch der Rekorde, da die frühere Stadtwaage seit ihrer Eröffnung im Jahr 1450 auch immer eine Schenke war. Das Gebäude im niederrheinischen Gotikbaustil sticht ins Auge, genauso wie das Herzstück der Stadt, das frühere Weinhaus für wohlhabendere Bürger. Heute in der Funktion als Stadthaus wird hier getagt oder auch geheiratet. Vorbei geht es an der Martinskirche aus dem Jahr 1530. Und immer wieder passieren wir gemütliche Gässchen und entdecken versteckte, ruhige Hinterhöfe, in denen die Zeit offenbar stillsteht. Dass Duisburg aber nicht nur mit seiner bewegenden Geschichte beeindrucken kann, sondern auch mit Kunst und Kultur, beweist unser Besuch in einem der wichtigsten Museen der Stadt, dem Lalique-Museum. Der französische Schmuck- und Glasdesigner René Lalique wird häufig als der Leonardo da Vinci seines Faches bezeichnet. Und seine Arbeiten lockten in den vergangenen 2 Jahren bereits 20.000 Besucher nach Duisburg. Zum Beispiel, wenn man Geschmuck hat von Lalique, das ist auch manchmal der teuerste Geschmuck in der Welt. Das hat viele Details und Gedanken. Wir haben hier einen Brosch von René Lalique. Ja. Das ist ein goldener Brosch, nicht groß, aber wenn man das vergrößert, dann sind die Details noch immer gut zu sehen. Sie müssen sich vorstellen, die Frau steht für Intuition und Aushaltungsvermögen. Ja. Und die Feder von das Pau, von der Pau, steht für Ewigkeit, auch Hochmut. Das ist Symbolik da hinten. Und Leute bekommen dann Lalique-Fieber. Ja. Santino Melsen hat das Lalique-Fieber schon lange gepackt. Und so erging es auch dem Gründer des Museums, der schon im Teenageralter begeistert von den Stücken des 1945 verstorbenen Künstlers war. Er brachte seine Kunst ins holländische Duisburg, um auch andere mit dem Lalique-Fieber anzustecken. Mit Erfolg. Die große Symbolik hinter Lalique's Werken, seine Kreativität, organische Ausdrucksweise und Leidenschaft lassen sich Kunst- und Schmuckliebhaber einiges kosten.
viele Leute kommen nach Duisburg, kaufen in Galerie eine Vase. Sie haben eine Investierung und das Museum hat manchmal ein gutes Stück zu zeigen. Das Museum braucht das nicht selber zu kaufen. Und das ist das Schöne. Und darum wechselt auch immer diese Kollektion zwischen November und halbes Jahr danach kommen 200 Stücke von René Lalique kommen nach Duisburg und dann ist es speziell besonders hier zu kommen. Speziell ist ein Besuch im Lalique-Museum allemal. Und wer weiß, vielleicht lassen ja auch Sie sich vom Lalique-Fieber anstecken. Wir verabschieden uns aus Duisburg und können verstehen, warum dieser Flecken in Holland zu den 7 Perlen der Eifel zählt.